Hey, bevor es losgeht, hier noch ein paar kurze Informationen, was Minecraft Stories eigentlich ist. Minecraft Stories ist ein Projekt, in dem wir immer völlig unvorbereitet in eine immer wechselnde Situation geworfen werden. Jeder bekommt von dem Bergwerk Labs Team im Vorfeld eine Rolle zugewiesen. Unsere Aufnahmen, Reaktionen und Gespräche sind aber von da an komplett improvisiert. Nur das Serverteam weiß über die Geschichte Bescheid und kann vor allem über Textnachrichten, die mit diesem Geräusch eingeläutet werden, Befehle und Aufgaben an die Teilnehmer verteilen. Das kennen einige von euch vielleicht noch von der Schillerstraße. Minecraft Stories ist dabei nur der Überbegriff für das Konzept. Jede Geschichte wird nur mit ein paar Folgen behandelt. Ist die Geschichte zu Ende erzählt, wird das nächste Szenario wieder andere Charaktere, eine andere Map und eine völlig andere Erfahrung. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Hallo, Herr Bergmann, Sie waren Zeit Ihres Lebens ein fleißiger Bauarbeiter. Nun wollen Sie in Ruhe Ihren Lebensabend in einer ruhigen Wohngegend genießen. Ob das bei diesen Nachbarn möglich ist? Um die Situation besser zu ertragen, gehen Sie öfters mal einen Hebel. Gerade kommen Sie nach einer langen Nacht sturzbetrunken nach Hause. Zeige ich jetzt meinen Zuschauern, Jungs. Da könnt ihr mal, guckt da mal her. So, das ist also in meiner Nachbarschaft, ne? Das ist das, was da läuft. Also ich bitte Sie, Herr Beckmann, es ist jedes Mal das Gleiche mit Ihnen, ja? Sie müssen immer so laut widerlich sein. Widerlich ist das. Heute ist hier. Das sind jetzt hier. So, ich werde da wohl nochmal. Abmoderation. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, meine sehr verehrten Damen. So. Nehmen Sie das. Und dann nochmal. Nehmen Sie das. Also ich sag mal, meine und dann abonnieren nicht vergessen. War auch nur ein Prank. So schön. Können Sie mal aufhören, mich zu filmen? Dann ist sie. Setz dich mal hin, Alter. Mach dir keinen Scheiß, alles ist gut. Was passiert? Was ist denn hier los? Hey, Sie haben keine Berechtigung, mich hier aufzunehmen, ist das klar? Und Herr Bergmann, ich wollte gerade entspannt in meinen Garten gehen, ein bisschen Unkraut jäten und dann höre ich Sie wieder rumgrölen. Haben Sie wieder getrunken? Das geht Sie doch gar nichts an. Ich werde doch wohl mal hier nach. Das ist. Ich werde mit Ihnen überhaupt nicht sprechen jetzt hier. Es ist mittags um 5 Uhr. Verzögerung, das haben Sie doch genauso gehört, oder? So. Ja, ich meine, es geht nicht, das geht einfach nicht. Sie sind immer so extrem laut. Wenn ich da am Vloggen bin, für die Kids, ja, dann ist das... Was für ein Vloggen? Können Sie mal ein bisschen jetzt aufhören? Der Punkt ist, ne, ich habe ja... Ihr wollt das wissen, soll ich euch das erzählen? Oder, Herr Zoller, Ruhe haben, wenn erst ich mal das, bin. Und Herr das Zoller, möchte ich. Sie haben keinerlei Berechtigung, mich hier zu filmen. Ja, ich möchte hier nirgendwo... Der hat denn hier vorhin so... Das ist mir völlig egal, was Sie für ein YouTube-Kanal machen. Opiwan Kedosi heißt der. Das ist... 3 Abonnenten schon. Sie machen Ihren YouTube-Kanal mal schön alleine. So, und jetzt bin ich, da ich jetzt eh hier fertig bin, gehe ich jetzt eine Runde laufen. Mir ist das egal, ich möchte jetzt mal. Was ist das? Verschwinden Sie, Zeiger. Hallo? Bitte mal? Alles gut. Geht's Ihnen noch ganz gut? Sind Sie noch? Ich glaube, ich habe irgendwas eingefangen. Erzählen Sie doch nichts, Sie waren wieder rum. Wir haben gehört, halten Sie einfach von meinem Grundstück fern. Ja, ich war doch gerade auf dem Weg nach Hause, wenn Sie mich hier auf der Straße angreifen. Wenn ich Sie einmal erwische, wie Sie meinen Garten spucken, ja, dann gnade Ihnen Gott. Ja? Ich habe hier gerade wirklich die schönsten Tulpen. Wissen Sie, von wo kommt der überhaupt? Ja? Wer ist das hier? Wo willst du hin? Herr Max? Nee, ich geb mir das nicht länger hier. Ja, Max, wir Nachbarn müssen zusammenhalten. Wer ist das so hier? Ich weiß auch nicht, was der ist. Doch, kann man da nicht irgendwen anrufen? Entschuldigen Sie bitte. Ja, wo wohnen Sie bitte? Wie ist überhaupt Ihr Name? Darf ich vielleicht mal Ihren Namen hören? Rainer Bergmann. Und wissen Sie, ich wohne wie früh es ist? Wissen Sie, wie viel Uhr es ist? Herr Bergmann? Ich habe meine Uhr verloren, irgendwie.
Ich wurde bestohlen, glaube ich. Ich sage Ihnen, wie früh es ist. Wir haben 6 Uhr morgens. Sie kommen hier an und schreien die gesamte Nachbarschaft zusammen. Ja, mein Gott, ich werde doch wohl mal... Das ist ein ruhiges Wohngebiet. Hier wohnen Familien mit Kindern. Ich werde doch wohl mal nach einem leichten Umtrunk mal nach Hause kommen können. Sind Sie betrunken? Nee, was heißt betrunken? Ich habe einfach mal ein bisschen dem Leben gefrönt. Wo wohnen Sie hier in der... Ich wohne direkt gegenüber. Wir sind doch seit Jahren Nachbarn. Also ich verstehe überhaupt nicht, was Sie jetzt gerade wollen. Ich weiß doch auch genau, wer Sie sind. Sie wohnen in diesem Haus? Ja, natürlich. Sind Sie das, der jede Nacht hier so rumbrüllt? Ja, was heißt jede Nacht? Das ist ein bisschen weit hergeholt. Aber ab und an mache ich schon mal so ein bisschen... Sind Sie das, der ständig irgendwelche Flaschen hier hinten hinterm Haus liegen hat? Haben Sie das mal sauber gemacht, diese Müllhalde hier? Na, was heißt offensichtlich Flaschen? Schon. Offensichtlich schon. Ja, die Müllabfuhr kam halt lange Zeit jetzt nicht und dementsprechend habe ich da halt ein bisschen was abgestellt. Ja, natürlich. Aber das geht nicht. Das kann nicht sein. Herr Zohle, wissen Sie was? Herr Zohle, Sie können mal Ihre Kamera raus und hier mal draufhalten. Halten Sie mal auf den Berg. Wir unterhalten uns. Hören Sie mal auf, mich jetzt hier zu filmen. Ich halte drauf. Das muss doch zu Anzeige gebracht werden. Das ist Harlemann, meine Freunde. Herzlich willkommen aus dem Krisengebiet. Ich hau Ihnen eine runter. Nimm diese Kamera weg oder ich hau Ihnen eine runter. Sie hauen mir keine runter. Ich hau Ihnen eine runter. Sind Sie auch Journalist? Ach, hier, alles ist gut. Wieso denn auch Journalist? Herr Verzögerung. Nimm jetzt die Kamera weg. Gucken Sie, was der macht. Nimm jetzt die Kamera weg hier. Willst du dir noch eine einfangen? Ja gut, ich nehme sie weg. Jetzt hören Sie aber auf mit dem Scheiß hier. Das ist ja... Ja, ja, gehen Sie mal schön. Mit der heutigen Episode von... Ich krieg auf die Fresse von meiner Nachbarn. Ich hab doch gerade. Ich weiß aber nicht. Das wird nicht veröffentlicht. Ich ruf die Polizei. Können Sie die Polizei rufen, wie Sie wollen? Sie haben mir doch auf die Fresse geschlagen und ich hab das auf Band. Wollen Sie mich verarschen? Ja, bitte Sie. Herr Bergmann. Das ist was Wahres dran, Scheiße. Gib mir die Kamera. Ich gebe Ihnen nicht die Kamera. Das ist mein Projekt für die Kids. Aber ich zeig sie an. Ich zeig sie an wegen Rufmord. Das könnten Sie auch gut machen. Ja. Mit Ihrem Humor ein bisschen weniger trinken und dann Witzchen hier und da. Das ist doch was, hm? Kann ich damit denn Geld verdienen? Ah, das ist, damit können Sie, ich habe 3 Abonnenten, sage ich Ihnen, was ich verdient habe. Ha? Unfassbar. Ich habe das gesehen, Sie haben sich hier gerade den neuen Anbau geleistet, ja. Ne? 100 Klicks gleich 1 Million, sage ich Ihnen. Die ganzen YouTuber müssen stinkreich sein. Stinkreich müssen die sein. Wenn du da die Großen anguckst, ne? Das ist unfassbar. Ja. Unfassbar ist das. Also, wenn Sie da mal, ich weiß ja, guck mal, ich merke ja die da drüben, ne? Die sind spießiger als wir beide. Wir sind doch an dem Puls der Zeit, weißt du? Sind wir schon. Hallo? Ja, hallo? Ich glaube, ich kann sie nicht mehr hören. Ich habe... Ich höre nichts mehr. Ich verstehe kein Wort. Wir gehen mal zu dem Mann von der Armee. Zu Herrn Max. Vielleicht hat der Arm. Sie bewegen ihren Kopf und irgendwelche Worte kommen, aber ich verstehe nichts. Soll ich was? Mitkommen! Komm jetzt mal mit hier. Das ist immer noch ein anderer Schmerz. Ich bin jetzt von Vorschlag. Ihm wurde flau und plötzlich war er plötzlich taub. Das war ein unreiner Rang. Doch ich bettel Big Box. Sagen Sie was? Reden Sie? Was ist passiert? Hallo? Ich kann Sie nicht hören! Wer will gehen? Herr Verzögerung geht? Herr Verzögerung geht? Und ich werde es beim Vorstand geben. Und alles, was Sie machen. Sie wollen feiern gehen? Aber es ist doch viel zu früh. Was ist Möhren? Er hat irgendwie, ich habe mit einem mit dieser Alten ein bisschen gesprochen und dann plötzlich war ich weg. So, ja. Sie haben Bock auf Matt? Was ist los? Was reden Sie denn? Wollen Sie nicht Ihre Kamera mal aufladen gehen, Herr Zohle? Was ist mit meiner Kamera? Wollen Sie nicht mal aufladen gehen? Hatten Sie da nicht irgendwas gesagt? Fall. Aufladen gehen? Ja. Die hat einen guten Akku, du. Das ist, okay. Die hält noch ein bisschen. Das ist kein Problem. Na gut. Das ist kein Problem. Verzögerung? Was ist denn hier los?
Hallo? Entschuldigung? Oh Gott. Was ist los? Meine Haustür ist weg. Was ist? Meine Haustür ist weg. Ich geh mal gucken. Ich wollte gerade schauen, aber irgendwie. Das ist aber, ich glaube, mit Ihnen sollte man eh irgendwann mal irgendwie zum Ohrenarzt, ne? Oder zumindest in den. Zum Krankenhaus. Hören Sie denn besser jetzt, oder? Es geht wieder einigermaßen, ja. Ich verstehe Sie. Aber ich habe so einen leichten Tinnitus. Was mich viel mehr beunruhigt, ist, warum meine Tür weg ist. Die Tür ist. Oh. Sehen Sie das? Oh, Herr Bergmann, wissen Sie, was gerade passiert ist? Was? Boah, Herr Bergmann, da muss ich. Hallo, meine lieben Freunde, das ist ein Ding. Der 173. Abonnent habe ich gerade erreicht. Das ist ein Abo-Special für euch da draußen. Ohne euch, wirklich, meine lieben Leute, da wäre ich gar nichts. Ne? Ich bin, dass ich das noch erleben darf. Ich bin hier bei meinem guten alten Freund, Herr Bergmann, der sich auch schon am Überlegen ist, ob er mal einen YouTube-Kanal erstellt, ne? Ob er da mal Lust drauf hat. So. Und da ist wirklich so viele Leute motivieren und inspirieren zu können mit meinem Opiwan-Kedosi-Kanal. Ne? Ihr seid meine Opiwans. Und wir sehen uns dann wieder beim 174. Abonnenten-Special. Vielen lieben Dank und reingehauen, ne? Wisst ihr, Daumen nach oben und checkt bitteschön auch die Beschreibung. Dort verkaufe ich meine Schnubberdare abgepackt in kleinen 10-Gramm-Dosen. Tschüsschen. So. Wo waren wir stehen geblieben, Herr Bergmann? Meine Tür fehlt. Die Tür fehlt, das ist ja ein Ding, du. So, ja, pst. Nicht, dass jetzt hier jemand ist. Da wird schon niemand drin sein. Da läuft dann ein bisschen rum. Da ist aber eine schöne Bude, die sie da haben. Das ist klar. Ja. Hallo? Nee, da ist niemand, ne? Da ist nichts los. Ey. Aber vielleicht im Keller. Wie sieht denn das mit ihrer Frau aus? Wird da oben noch fleißig gerührt? Ich weiß es nicht. Sie wissen nicht, ob da noch gerödelt wird. Ich bin gerade, ehrlich gesagt, entschuldigen Sie, ich möchte jetzt wirklich nicht, aber ich bin ein bisschen, meine Tür fehlt. Ja. Das ist doch jetzt eigentlich erstmal ungewöhnlich, oder nicht? Oder wo im Keller gucken gehen. Hallo? Kann man mal runter, würde ich sagen. Aber nicht, dass so. Da meine Frau ist. Dass da ihre Frau ist, ja, das wäre ein Ding, ne? Das wäre ein guter Vlog. Das wäre ein... Ich muss ja sagen, also ich habe ja von ihrem Volk gehört, aber diese ganze Technik und sowas, ne? Also ich scheite ja nichts von den Let's Playern. Ja, sag ich schon ganz ehrlich. Gerade waren sie noch interessiert, ne? Wo es um die Kohle geht, klar. Ich bin ja nicht nur Let's Player, ich bin ja auch noch Vlogger, ne? Ich mache ja wirklich die mehreren Sachen und ich bin da einfach, das ist ja das Ding, ne? Viele in unserem Alter, ich war früher... Verstecken Sie sich! Früher war ich Künstler... Jetzt bin ich am Puls der Zeit. Psst. Seien Sie ruhig jetzt. Okay. Ist das halt Einbrecher? Das sind doch die beiden Flitzpiepen von da oben.